Endlich wieder Handball in der Hornberghalle. Endlich wieder zweite Handball-Bundesliga. Der TSV Nordharesle empfängt die Füchse Berlin. Im ersten Durchgang von links nach rechts in den grünen Trikots, aber in der Anfangsphase auch mit einigen technischen Fehlern. Letzte Woche ja noch spielfrei gehabt. Die Füchse Berlin hingegen direkt mal mit einer Ansage an die Konkurrenz 29:18 gegen Waiblingen gewonnen. Und hier machen sie einfach direkt da weiter, wo sie aufgehört haben. Mit Toren. Aber der darf eigentlich niemals reingehen. Tut er eigentlich bei so FIFA, sollte auch selten. Fabian Kunde hier aber mit dem Treffer für die Berliner, die sich aber insgesamt schwer tun. Harrisley steht hinten gut, lässt nicht so viel zu wie beispielsweise Waiblingen in der Vorwoche gegen die Füchse. Hier gibt es den 7 Meter. Und das ist eine Sache für Linnea Sophie Hoppel, aber die hat ihre Rechnung ohne Lea Tiedemann hinten im Kasten gemacht. Sie bleibt Siegerin. Und jetzt achtet auf Kati Rahn, denn die komplette Hintermannschaft hat Kati Rahn gar nicht auf dem Zettel. Stattdessen jetzt das Gespräch von Kunde dort mit der Schiedsrichterin, aber alles konform, alles im grünen Bereich, wenn man so will. Treffer zählt. Auch das hier, eine klasse Aktion. Vesna Torlitsch, 3 Tore vor für die Füchse Berlin. Auf der anderen Seite könnte Harrisley rankommen, aber Ronja Lauf scheitert. Das sind so die einzigen Szenen, die man Harrisley im ersten Durchgang vorwerfen kann in diesem umkämpften Spiel. Vorne zu wenig Ertrag. Aber hier ändert das Madita Yes. 6:9 der Spielstand, wenige Minuten vor der Pause. Also hinten steht Harrisley gut, vorne zu selten solche klasse Tempo-Gegenstöße. Rahn zieht das Spiel wieder auf und dann ist es wieder Madita Yes, wieder so eine Fackel. 8:11. Das Ganze ohne Zuschauer, stattdessen die Fans oben im Gastronomiebereich. Ob das so sinnig ist, alle in einen kleinen Raum zu stecken, anstatt in der Tribüne zu verteilen, sei mal dahingestellt. Zweiter Durchgang, Lotterwoch eröffnet das Ganze. 9:12, Anschluss, aber mehr ist in diesem Spiel bislang nicht drin. Immer nur Anschluss, Anschluss, Anschluss. Die Füchse halten den Vorsprung konsequent. Tina Wagenlader, 11:15. Berlin zündet hier keineswegs das Feuerwerk wie gegen Waiblingen, nehmen nur die vielen Einladungen des Teams von Olaf Rogge an. Auch hier gibt es wieder den 7-Meter, Treffer zählt nicht. Und das ist jetzt Bo Decker mit dem Tor. 14:22, 11 Minuten vor dem Ende, da ist schon klar, in welche Richtung das hier an diesem Tag geht. Klasse nochmal von Lea Tiedemann entschärft, aber auch das am Ende nur in Sachen Ergebnis eine kleine Kosmetik. Vorne noch einmal klar, Madita Yes, klasse durchgetankt. 4 Tore erzielt sie an diesem Tag. Aber da oben seht ihr es, 18:27, der Rückstand schon deutlich. Letzter Angriff für die Füchse Berlin. Noch einmal über Lynn Molinar. 19:28. Also es dürfte klar sein, wo die Baustellen sind für Olaf Rogge und in seinem Team. Nochmal Frauenschuh über links außen. 20:28. Der Endstand. Hinten über große Teile steht das schon in der Deckung ganz gut. Vorne aber muss mehr passieren.